Zuschauer Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Ja, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Spiel lautet Chemnitz FC gegen den SC Paderborn. Diesmal gegen, da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kacke. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. 2-4er. Schöner Pass. Wird's jetzt gefährlich? Da zieht er ab. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Klasse Aktion, Ball ist weg. Den muss er besser verteidigen. Jetzt wird's gefährlich. Und er hat den Ball. Ball im Aus, klasse Einsatz, wird Einwurf geben. Da bekommt er Unterstützung. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ja, ach was, so, danke. Gibt's Einwurf. Druck ist im Moment enorm hoch. Wird das eine Torchance? Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort, überragend. Sie spielen richtig guten Fußball und liegen zu Recht auf Platz 1. Mann. Ja, mit dem. Ja, wir kriegen heute hier wieder nichts gebacken, Mann. Julius Reinhardt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und das ist der Ballverlust. Ach was, danke. Schön dazwischen gegangen, ja, Ballverlust. Gewesen. Tom Baumgart. Macht er ihn! Das war dann doch deutlich drüber. Nein, zum Glück schießt er auch mal daneben. Und er pfeift. Freistoß. Ach, danke. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Andrew Green! Es gibt Ecke. Muss dieser scheiß Verteidiger erstmal dann da stehen, Mann. Nice, Kopfball. Die Ecke kommt. Tolle Aktion vom Torwart. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Ich hoffe, dass es nicht schnell geht. Da holt er den Ball zurück. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ach, Mann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fabio Leutenecker. Wen interessiert der Herr Leutenecker? Den Ball spielt er raus. Emanuel Mbende. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Er schießt. Das war keine Herausforderung für den Torwart. Ich in jedem guten Schuss muss dann da immer irgendein dämlicher Wichser von Verteidigern im Weg stehen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Schussversuch.
Nice, ja, Schuss sogar. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Weil es ja bisher, weg ist, gut verteidigt hier. Brenzlig wurde, ne? So, Konterchance, vielleicht jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Nice, total dämlicher Pass, Leute. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Nice. Total nötiger Ballverlust. Ja, mit dem. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Fabio Leutenecker. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Wichtig! Er holt den Ball. Ey, hallo? Mann, der rennt mich komplett um, Mann! Stark gemacht, das könnte was ja werden. Komm, schieß das nächste das Tor. Das war eine richtig gute Mann, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Das ist totaler Bullshit, ist das. Da kommt der Pass auf außen. Und da ist der Ball wieder weg. Da will er auf außen spielen, aber der Gegner geht dazwischen. Toller ja, Ball. Schön. Flanke jetzt. Jetzt vielleicht. Guter Schuss, aber er hat Pech. Mann, wir kriegen einen Scheiß hin, offensiven Scheiß. Wird's jetzt gefährlich. Defensiv machen sie es gut. Ein Tor. Mann, ey, totaler Dreck. Nichts als Bullshit und Dreck. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Mann, ey. Und schon wieder so eine Pisse. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er schießt. Ja. Ball ist und dieser Dreckssack. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Der Ball ist drin. Geht super doch. Timing per Kopf. Klasse Treffer. Ja, gutes das. Timing. Den musste er erstmal so machen. Da kommt er gut hinter den Ball mit dem Kopf und kann klasse abschließen. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tom Baumgart. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Macht er ihn! Das Unentschieden ist ihnen nicht. Knapp. Nicht genug, sie wollen das Ding gewinnen. Wimmer geht raus. Und jetzt wechseln sie. Für Marcus Andrews. Oh Gott, Marcus Edwards. Scheiße, weg ist der Ball. Da kann er ihn stoppen. Und nun ein Schuss. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Kennen jetzt gerade 4 Schüsse. Wir hingegen schon ganze 10, aber. Er hat sich ja mittlerweile entschieden und wird demnächst für Neapel auflaufen. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Abgefangen, gut gemacht. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Julius Reinhardt. Das war einfach und er hat den Ball. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Den Ball kann er abfangen. Den würde es geben, wenn wir mal was Anständiges hier mit dieser scheiß Kugel hinkriegen würden. Tom Baumgart. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Flanke bleibt hängen.
Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Gutes Tackling. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Das könnte die Chance werden. Den Ball Mann, ey. Unter sich. Was seid ihr denn ja nicht alles für blinde Schwachmaten? Er spielt den Pass auf den Flügel. Flache Flanke jetzt. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Alter! Die sind nichts für Fußballästheten, Buschi, aber erfolgreich kann man damit trotzdem sein. Ja, und ich finde ja auch diese angeblich altmodischen langen Bälle haben was. So dämlich ist es gar nicht. Die Hereingabe war natürlich klasse, Buschi. Und wenn die Flanke so kommt, Wolf, dann ist es kein Wunder, dass es gefährlich wird. Jetzt wird's gefährlich. Da geht er dazwischen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er zieht ab. Er pariert. Mann, ey. Es ist doch ein Witz, Mann. Und direkt zurückgespielt. Da kommt der Pass. Ja, pass auf, ich spiele den Pass quer rüber und dann ist es das nächste Tor. Geht weiter. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, ich habe also doch ein Torwart. Das ist ja eine komplett neue Erkenntnis für mich. Da muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich ein Torwart habe. Ja, da ist Platz jetzt. Und jetzt die Chance. Da geht er runter. Ja, da war Platz. Und was bringt mir der Platz? Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Nee. Jetzt vielleicht. Nee, kein guter Kauf. Klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Ja, weiß ich. Florian Hansch. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Vorteil und er bringt. Da stand er gut und gibt Freistoß. Ja, natürlich gibt's Freistoß. Wenn die einen Schiedsrichter wieder irgendwo einen Fuchs kriegen. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Ein enges Ding hier. Und es Leck mich! Passieren. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt... Mann, ich war nicht mal mehr am Ball, du Drecksack! Nur 9 Minuten bis zum Ende. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Er schießt. Ja. Ja, gibt's das. Da kommen die tatsächlich nochmal zurück und können Mann, das Ding jetzt endlich. Sogar komplett drehen. Nketiah. Sie gleichen Danke. Hier tatsächlich nochmal aus. Unfassbar, wirklich. Und damit alles wieder offen. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gibt Abstoß. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da verlieren sie den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Florian Hansch. Und er schießt. Da war sie. Die Chance zur Führung. Aber vergeben.
Nachspielzeit sind 3 Minuten. Packen Sie hier noch das Tor. Er geht dazwischen. Wie denn? Das hätte Wie? Sonst sein können. Stark gemacht. Das wäre sonst eine gute Gelegenheit gewesen. Das könnte die Chance werden. Andre Green. Super Einsatz vom Torhüter. Da hat er super reagiert. Weiter also unentschieden. Hat er super reagiert. Nochmal Aufregung im Strafraum. Es gibt Eckball. Da kommt der Schuss. Und damit ist es vollkommen unverdient. Schöner Pass. Vollkommen unverdient, dass die hier mit einem Unentschieden bleiben, ey. So unverdient. Echt. Echt, da holen die hier noch ein Unentschieden. Kannst mir sagen, was du willst, aber das ist nicht gerechtfertigt. Kein bisschen. Leipzig holt Julian Brandt. Angeholt für Sven Michel zurückgezogen. Wolfsburg holt Samu Castillejo. Nein. Der sieht wieder schwingend aus. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, ich soll Ligameister werden. Über 23 Dauerkanzler um 10% erhöhen. Ja, Ligameister und das habe ich auch. Ja, Leute, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das Spiel da jetzt auch nur irgendwie gerechtfertigt war, dass die Lieben da jetzt noch mit dem Unentschieden rausgegangen sind. Oder ob ihr das so seht wie ich, dass wir eigentlich die um Längen besseren Chancen hatten, mehr Chancen hatten und eigentlich mit einem Sieg hätten belohnt werden sollen. Schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr das seht, würde mich echt interessieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir dann rangehen gegen Lotte. Bis dahin, haut rein, tschüss.